Linz, Hauptstadt von Oberösterreich. Die Donau fließt mächtig durch diese bedeutende Stadt in Österreich. Wir befinden uns etwa 200 Kilometer von Wien entfernt. Mitten in der Altstadt steht das historische Linzer Landhaus. Südtirols Landeshauptmann Louis Durmwalder gehört zu den ausgezeichneten Ehrengästen anlässlich der Verleihung des großen Ehrenzeichens des Landes Oberösterreich. Hausherr ist natürlich Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Büringer. In seinen Worten kommen die Anerkennung und die Hochachtung für Südtirol zum Ausdruck, aber auch die enge Freundschaft, welche beide Länder verbindet. Die Auszeichnung, welche in Linz vergeben wurde, bestätigt nochmals die wichtige Rolle, die Südtirol auf der internationalen Bühne spielt. Es ist so, dass eigentlich jeder Südtiroler das Ehrenzeichen verdient hätte, weil jeder Südtiroler und jede Südtirolerin bestrebt ist, mit Oberösterreich, mit den einzelnen Bundesländern zusammenzuarbeiten, vor allem in Bereichen, die uns beide interessieren, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Zwischen Oberösterreich und Südtirol bestehen viele Gemeinsamkeiten. Wir haben ungefähr ein ähnliches Land, ländliche Gebiete, aber auch Industriegebiete. Wir alle bestreben uns, dass die Landwirtschaft, aber auch die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeiter und Industrie aufrechterhalten werden kann, dass die Kultur, die eigene Identität gefördert werden kann. Und deswegen machen wir gemeinsame Auftritte im kulturellen Bereich, Verbände und Organisationen, Ausstellungen und so weiter. Wir arbeiten nicht nur in der Zusammenarbeit Südtirol und Österreich zusammen, sondern auch auf europäischer Ebene. Wenn wir die Gentechnik hernehmen, wenn wir auf der anderen Seite vor allem die Entwicklung des ländlichen Raumes hernehmen, wenn wir die einzelnen EU-Richtlinien zugunsten der Landwirtschaft und so weiter hernehmen, da arbeiten wir eng zusammen. Und wenn diese Zusammenarbeit wirklich in freundschaftlicher Atmosphäre erfolgt, dass sie fruchtbar ist, dass man untereinander Erfahrungen austauscht, und wenn das dann durch eine solche Auszeichnung, die nicht mir allein gehört, sondern allen Südtirolern und Südtirolern aller Sprachgruppen, wenn diese Auszeichnung auf die Art und Weise das unterstreichen sollte, so freuen wir uns einfach darüber. Die Verleihung des Ehrenzeichens an Landeshauptmann Louis Durmwalder ist nicht ein einfacher Akt institutioneller Höflichkeit. Durmwalder selbst hat in seiner Dankesrede die enge Beziehung Südtirols zum nahen Österreich stark und deutlich hervorgehoben. Es ist diese Beziehung, welche die Grundlage auch für jede zukünftige Zusammenarbeit ausmacht. Louis Durmwalder, nicht nur ein Landeshauptmann-Kollege, sondern ein Freund, in wirtschaftlicher, in kultureller Hinsicht, beim Jugendaustausch, wo auch immer, gibt es gute Verbindungen zwischen Südtirol und Oberösterreich, voneinander lernen, miteinander viel weiterbringen. Beide Länder sind in ihren Nationalstaaten, Südtirol in Italien wie in Österreich, Vorzeigeregionen. Wir wollen weiter nach vorne und wir arbeiten daher in den Clustern zusammen, unter den Universitäten. Wir arbeiten zusammen in der Ökologie, im Klimaschutz. Wir arbeiten bei den erneuerbaren Energien zusammen. Wir tauschen unsere Jugend aus. Jeder, was er einbringen kann, bringt ein, damit es in beiden Ländern nach vorne geht. Europa ist sehr wichtig. Europa sichert uns den Frieden. Wir sind starke Regionen in Europa. Wir bekennen uns zu Europa, wollen aber unsere Identität in einem Europa der Länder und der Regionen wahren. Der zukünftige Weg in der Zusammenarbeit zwischen Südtirol und Oberösterreich ist schon vorgegeben. Europa ist die erste Priorität. Es wäre schlecht, wenn wir sagen würden, jetzt haben wir eine Anerkennung bekommen und jetzt ist nichts mehr wichtig. Ich bin der Meinung, dass gerade diese Anerkennung irgendwie eine Unterstützung, ein Anreiz sein sollte, diese Freundschaft weiter zu pflegen, diese Zusammenarbeit weiterhin aufrechtzuerhalten. So wie eine Pflanze, wenn sie ständig gedüngt wird, dann wächst sie noch schneller und noch besser. So ist es auch in diesem Fall. Wenn man eine Anerkennung bekommt in der Form, dass das anerkannt wird, dann bin ich der Meinung, dass das auch ein Auftrag ist, in diesem Sinne der Zusammenarbeit weitere Früchte für unsere Länder zu erzielen. In Vertretung des Landes Südtirol war auch der ladinische Landesrat Florian Musner bei der Zeremonie anwesend. Diese Auszeichnung in Linz ist eine Anerkennung für die gesamte Arbeit, die bis jetzt auf institutioneller Ebene, aber auch darüber hinaus gemacht worden ist. Gemeinsam mit Landeshauptmann Louis Durmwalder haben auch Michael Häupl, Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, Erwin Brüll, Landeshauptmann von Niederösterreich und Herbert Zausgruber, ehemaliger Landeshauptmann von Vorarlberg, das große Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich erhalten.